blutig ist nicht gut. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Ja, ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Das könnte... Oh, schon wieder. Die kann ich nicht... Das könnte für mich nämlich eventuell auch ein bisschen übel ausgehen. Den kann ich nicht nehmen. Boah, alles ist voll hier. Mann. Ich meine, das ist ja gut, aber... Oh, oh, oh. Das. Über die Ausgrabung des Tempels, okay. Das ist eine Karte, die man... Oh, ja. So, Archivarkarte. Das ist gut, allerdings... Ach so. Das sind diese, wo die Dokumente sind, okay. Das ist cool. Ja, also ihr merkt, dass ich jetzt gerade sehr wenig sage. Ich bin jetzt doch echt gespannt, was hier vermutlich Gruseliges auf uns zukommt. Ein Windspiel mit Leichen, auch nicht schlecht. Also mit Skeletten. Rechts muss ich hin. Ja, so weit war ich auch schon. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwie noch was sehen könnte. Okay. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Das könnten die Zahlen sein, die ich jetzt hierfür brauche. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. So, Junge, kannst du mir jetzt irgendetwas dazu sagen? Ja, also wir haben hier zweimal, meine ich, die gleich... Ne, das sind zwei verschiedene Bilder, aber das sollen ja diese Schwestern sein, oder was hat sie jetzt eben gesagt? Deswegen nehme ich mal an, dass das hier gleich eingestellt sein muss. Oh, Moment, da hinten haben wir auch noch Bandbilder. Das ist das. Dreht sich damit hin. Oh. Ah, okay. Muss ich das dann auch auf die 1 drauf oder was? Oder? Ja. Ich würde sagen, das war jetzt recht einfach. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt das dritte Teil da hinten öffnet. Weil da unten werden wir auf jeden Fall sterben, wenn wir da runterkommen. Vielleicht müssen wir es auch gar nicht öffnen. Ich weiß es nicht. Vorsichtig, Lara. Ah. Ja, das heißt jetzt, ich muss oben 4, 1 und 3 rechts einstellen, oder was heißt das jetzt? Geh mal vorsichtig wieder zurück, ja. Nicht, oh. Ganz ruhig jetzt. Nicht springen, wollte ich gerade auch sagen, aber sie muss jetzt springen, okay. Okay. Also... 4, 1. Aber was hat das mit unten 3 zu tun? Und da ist 3, 1. Und dann wieder 1 auf der anderen Seite. Und was ist da? Ist das dann vielleicht der Code, den wir jetzt brauchen? Noch eine
war das? Oh, Moment. Ach, da ist jetzt ein drittes Teil hochgekommen. Oh mein Gott, okay. Okay, die Frage ist jetzt nur... 1, 3. Das heißt... Aber mache ich denn damit den unteren nur? Ja. Steht jetzt richtig? 1, 3 und das andere war 1, 1. Wahrscheinlich ist das jetzt genau das, was ich nicht machen soll. Oh. Loslassen solltest du eigentlich nicht. Vier, eins, drei. Das ist auf jeden Fall jetzt drin. Und da haben wir jetzt die 3, 1, 1. Das ist jetzt soweit richtig eingestellt. Die Frage ist jetzt nur... Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Sind hier jetzt... Ah, ja, jetzt sind vier drin. Ah, okay. Okay, okay. Also, dann haben wir jetzt... 4, 1, keins Strich. Aber das gibt's da drin nicht, oder? 4, 1, keins Strich. Kann ich ja jetzt auch nicht mehr machen. Kann ich nicht die drehen? Also laut dem Rechten müsste ich jetzt eigentlich gar keins machen. Das ist aber wahrscheinlich passé. Das heißt, ich müsste da... Ach so, 4, 1, 3 Strich... Ah, doch, ich glaube, ich verstehe. Und da müsste ich dann die 1 theoretisch hinmachen. Genau, dreh dich, weil du es vielleicht geschafft hast. Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chang Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Das Foto aus Cozumel. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Okay. Ist aber eigentlich eine 8. Wo soll ich wissen, wie eine 8 aussieht, Leute? Es müssten jetzt 3 sein und ein Strich oder sowas. Aber ob mir das jetzt weiterhilft, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich überhaupt nicht. Weil ich da drin jetzt nichts erkenne, aber ich bin ja jetzt auch keine Archäologin oder so. Das ist jetzt natürlich noch die andere Sache. Ja, drei und ein Strich. Was hat sie gesagt? Wurde beschädigt, sieht aus wie eine 13. Ach so, das ist eine 10er, ist aber in Wahrheit eine 8. Ist dann die Frage, wo das, wie das beschädigt worden ist. Ist keine 13, sondern eine 8. Und wie soll man eine 8 hier reinmachen? Ja,
Also das waren drei einzelne da drüber und ein Strich. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ja, das ist toll, dass du da drauf einen Hinweis erkennst, aber ich erkenne ehrlich gesagt jetzt gar... Achso, da soll das eine 18 nehmen, oder? Hm. Haben wir hier einen mit drei Strichen? Haben wir nicht. Okay. Nee, da müssen wir wahrscheinlich den mit den vier Strichen nehmen. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ja, lass mich doch erstmal probieren. Es ist vermutlich sowieso falsch. Aber laber mir hier doch keinen an die Backe. Das scheint es nicht zu sein. Hm. Oder? Ach so, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich die Tür öffnen kann. Moment. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Und jetzt? Ach so, oh, ich dachte schon. Okay, also, man wird bestraft, wenn man was Falsches macht. Ich sehe es gerade. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht... Ja, ich habe es verstanden. Und nein, ich habe nicht verstanden, was das bedeuten soll. Artefakte. Ich kann mein Foto aber nicht mehr finden. Nebenmissionen. Fotografien. Achso, da. Sie meinte aber das. Brauche ich das denn nicht? Hm. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Okay. Aber ich nehme mal an, dass... Sie hat ja jetzt was drauf gemalt. Und meint wahrscheinlich... Ach so, eine 8. Ach, die Striche sind 5er. Also müssen wir dann doch die... Dreier auf der Seite machen. Hat der überhaupt einen Dreier hier drin? Ich glaube, der hatte doch eben gar keinen. Mist. Hm. Ja, sieht ganz nett aus, ne? Aber ob das jetzt stimmt? Und hier ein Dreier. Tja, mal das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ja, vielleicht klappt es aber auch jetzt. Keine Ahnung. Ich denke mal eher nicht. Ja, nett. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ach, geh mir doch nicht auf den Zeiger, ehrlich. Also einen Hinweis, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich daran nicht. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal einige Kombinationen durch und ja, schalt euch dann gleich wieder hier rein, wenn ich denn die richtige Kombination wirklich geschafft habe. Weil anders das weiß Foto ich aus mir, Cozumel. Halt doch die Karte. Vielleicht ist da ein Hinweis. Weil anders weiß ich mir jetzt ehrlich gesagt im Moment nicht zu helfen. Wir sehen uns dann einfach gleich wieder. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis.
gerade was ganz anderes im Überlegen. Die zwei Striche. Mit ganz viel Glück. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ach ja, halt doch die Klappe. Ah, ich glaube jetzt nicht dran, aber ich probiere es trotzdem nochmal. Also, es hat nicht damit zu tun, dass die zwei Striche... Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Dann gib mir diesen verdammten Hinweis doch einfach, Mann. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Da ist ganz sicher ein Hinweis. Aber die drei, die hatte ich jetzt eben auch da drin stehen. So, ich habe jetzt mal kurz gespeichert. Also ich bin immer noch der Meinung, das soll ja insgesamt eine 8 sein, dass entweder man zusammen die... Ach so, Moment. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Es sieht aus wie eine 8. Ich habe einen Denkfehler die ganze Zeit. Ah, ich habe die ganze Zeit einen Denkfehler. Ich könnte... aber das würde dann voraussetzen, dass das eine 1 sein müsste. Okay, Jonah. Oh. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Nee, oder? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin hier die ganze Zeit wie blöde mein Leben aufs Spiel ansetzen. Und ich muss einfach nur drehen, bis die dann irgendwann mal die Lösung gesagt bekommen. Ey, ich glaub's auch. Jetzt hat sie schon losgelassen. Also ich denke, das heißt dann wohl so viel wie das war richtig. Ich glaube auch. Ging dann letztlich doch etwas schneller, als ich dann gedacht hatte. Okay. Solche Grabkammern sind nie besonders nett, weil immer irgendwas passiert, dass irgendwelche Sachen plötzlich lebendig werden oder so. Ach, da hinten geht's noch weiter. Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück.